Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge bei Kettle und Kops. Ja, weiter mit der Mission Ballen sammeln und es soll nur vier. Ich habe die anderen drei Ballen liegen lassen, weil das ist doch ziemlich schwierig und möchte mich mal auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Hier die vier Ballen sammeln. Bin froh, wenn ich die aufgeladen bekomme. Mal schauen. Weil das ist nicht das Problem, das rauszukriegen. Das Problem ist, die na, das hängt garantiert nicht. Das wieder so fachgerecht abzuladen, dass die Hänger gut liegen. Das ist das ganze Problem. Sonst wäre das sicherlich ein Klacks, ne? Die entsprechende Steuerung wäre sicherlich einfacher. Anführungszeichen. Hatte ich sogar 4, 5. Aber wie gesagt, beim Farmer, ich wusste gar nicht, wo ich festmachen sollte. Ja, der fährt ja runter und hört nicht auf, ne? Oder ist noch buggy, kann man auch sagen, ne? Das ist eine gute Ausrede. So. Das Aufladen geht automatisch teilweise. Zwar auch nicht perfekt, aber es geht. Aber da muss man sagen, sowohl LS auch hier das Spiel hat damit Schwierigkeiten. So. Dann hier wieder runterfahren. Geht halt nicht so perfekt. Müssen wir üben. Dann spätestens im Soller noch. Ja. Ich hätte mir die Bahn jetzt hier fehlen. Schon drauf war. Das sieht bald so aus. Das hieße. Naja, gut, das ist die Straße ja nicht weit weg. Das ist ja um die Ecke. Oder ob ich das mit X machen kann, dass die Klappen runtergehen, dass dann festhält. Probieren. Das habe ich gedacht. Das ist ja das Problem. Wollte ein bisschen ein Fahren machen, also komm, fall da runter vom Hänger, oder? Ja, da ist eine drauf, auch nicht lange, denke ich mal. Der fällt von alleine runter, gibt's doch gar nicht. Na, ich kann es überspringen, das ist ein Problem. So. Ja, so einen alten Ostballen hätte man einen Behandlung gekriegt.
Nur deren wird nichts. Ist schwer. Da kriegt er sowieso nichts, die fallen da eh runter. Weiter. Lade mit uns vier Ballen auf, ein Witz, ne? Geht ja auch nicht, ne? Das geht ja auch nicht. 3. Hätte erst die anderen 5 erst im Hof fahren sollen, besser gewesen. Dann ist ein paar. 7. Gut, da klappt der Weg, sind schon aufladen. Ich muss mal probieren, ob da parallel zufahren kann und mit dem Benzin abladen kann. So, 7? Nee, geht nicht. Guck mal nach. Steuerung. Lanes Dings hier. Nächstes Fahrzeug. Sammeln und stapeln. Sammeln und stapeln, das müsst ihr eigentlich ohne Ballen einfrieren. Gut. Ah, einfrieren ist das mit gut. Sieben. Das verkehrte Ballen, Junge. Nein, das soll doch 8 einfrieren. Wenn wir einen Hänger mit weiterfahren, dann haben wir das Problem gleich wieder.
Ja, das funktioniert auch nicht. Das funktioniert, aber Anschluss. Noch zu weiterfahren. Weil das war. Liegt nicht perfekt, aber das wird lustig. Den legen wir jetzt ja gegenüber, wenn er wenigstens steuern könnte, ne? Das ist die. Gibt's gar nicht. Das ist genau. Warum ich sollte jetzt total. Ach so. Wenn ich drauf gedrückt halte, geht er ganz langsam in die Richtung, wo ich haben will. Ach so. Bei 3. Mal gucken, dass wir 4. Der Vogel nervt. Ach, wenn man drauf fällt oder drückt, dann ist es. Ach gut, dann wollen wir wissen. Dann tun wir ein bisschen leichter. Wenn man schnell drauf drückt, dann geht er gleich in maximale Position nach oben oder unten. Und wenn man jetzt nur rauf gedrückt hält, dann geht er halt langsam runter. Und so soll es ja auch sein. Gut, besser wäre eine andere Steuerung für mich. Aber gut. Wenn ich haben wir nicht, ne? So. So. Gut, hoch kann er ja schnell gehen, ne? Na, da fällt er runter, der Bursche. Aber da wird noch sicherlich. Jo.
So, liebe Schauer, das soll es für heute schon gewesen sein. Ich muss mich morgen weiter quälen mit den Heuballen hier. Mit der Steuerung zurechtkommen. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen und für eure Geduld. Ja, morgen geht's hier weiter mit Heuballen. Leider ist halt so. Tschüss. Und dir geht's Dankeschön fürs Reinschauen.